Oh, da ist ja Gusor wieder. CW haben wir überstanden und ich habe den übelsten, naja, was heißt übelsten Fehlangriff, kann man ja gar nicht sagen. Handy, Ruhe. Übelsten Fehlangriff. Ich kann ihn leider jetzt nicht mehr teilen, aber Diziax hatte ihn drin. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, dass ich den verlinke. 99%. Ja, läuft bei mir. Und ich hätte einfach nur ein Giftspell ein bisschen anders setzen müssen, dann wäre es das gewesen. Hätte ich schöne 3-Star gemacht mit Quadrolunien, also vier Lava-Hunden, Rest Ballons. Lief ganz sweet. Und ja, dann in der letzten Sekunde halt noch meine letzte Unit gekillt. Fand ich jetzt eher semi-toll. Aber gut, so ist das Leben. Gucken wir mal, was wir hier noch ziehen können. Und wenn ihr das eventuell wieder seht, vielleicht sieht das ein ganz bisschen. Ich habe jetzt wieder einen Popschutz drauf, weil ich dann doch bei manchen Videos gemerkt habe, nee, das ist doch ein bisschen sehr viel P-P-P. Und dann muss das nicht sein. Dann kann man das damit einfach noch ein bisschen eindämmen. So, ansonsten ist alles sweet am Start. Und ich habe den King jetzt schon mittlerweile auf 25 im Upgrade zu laufen, also der braucht noch irgendwie 4 Tage und dann ist er 25, dann ist er bald so alt wie ich. Ah, das wäre auch schon ziemlich geil, aber er hatte halt Infernos. Ansonsten würde ich den echt angreifen. Ich hätte auch absolut keine Angst vor den Inferno, vor den X-Bows. Ah, das wäre auch eine ziemlich geile Nummer. Zumal die Batman-Bases echt immer relativ schnell zu knacken sind. Aber der ist halt hier schon Town Hall 9 mindestens. Und hat halt da dann auch noch ein bisschen mehr am Start. Aber das kriegen wir hin. Das sollten wir, denke ich mal, ganz locker hinkriegen. Ich gehe mal ganz gechillt hier rein und dann. Ich drop meine Truppen zusätzlich dann zeitgleich. Weil dann kann ich noch sagen: Gut, okay, komm, ich werfe noch einen Mauerbrecher rein. Der kann dann schön da durchschlängeln, sich durchschlängeln und dann passt das ganz gut. So, hier will ich auf jeden Fall nicht, dass mir meine Queen hinrennt. Ganz klare Geschichte. Und dann würde ich sagen, droppen wir hier mal ein bisschen was an Mauerbrechern. Komm. Ja, gut, da sind wir schon mal durch. Ich denke, das sollte sogar schon reichen. Ich guck mal, was hier noch so abgeht, weil draußen rumrennen ist ja nicht. Und jetzt denke ich mal, wird als nächstes die Tesla dann auf die Queen gehen und dann natürlich geht die Queen wiederum auch auf die Tesla. Zwei Heiler nochmal auf die Schnelle reingeballert. Und jetzt sollte die dann wieder auf ihre CB gehen. Und dann ist das, denke ich, eine coole Nummer. Dann sollten wir Gold und alles bekommen. Das sollte kein Thema sein. Weil wo sollte sie jetzt hingehen? Das ist natürlich perfekt. Also merkt euch das eventuell mal. Batman Base könnte eigentlich immer angreifen, finde ich. Also ich habe jetzt noch nicht die mega Batman Base gefunden. Und dann ist das cool. Und wie gesagt, ihr seht es ja jetzt selber hier mit der Queen. Relativ wenig Ressourcen selber für meine Truppen erstmal ausgegeben. Ha, wenn sie jetzt natürlich draußen rumrennen möchte, das wäre eher unschön. Jetzt gucken wir mal, dass wir da irgendwie mit den Clan-Truppen so ein bisschen. Oh, habe sogar eine Hexe drin. Okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. Gehen wir mal rein, dass die Magier hier ein bisschen Schub geben können. Ja, so viel zum Thema Magier und Schub und so. Ah, renn doch da bitte nicht da lang. Komm, bevor du jetzt hier die achte Mauer zerballerst, geh doch bitte da lang. Bitte, ja, genau, feines Ding. So möchten wir das doch haben. Genau, dann hauen wir auch die Mauerbrecher raus. Das ist gar kein Thema. Bloß ich wollte halt nicht, dass die sich hier jetzt mit dem nutzlosen Zeug an der Seite beschäftigt. Darauf habe ich nun gar keinen Bock. So, jetzt sollte sie sich in die Richtung bewegen. Offen ist es auch. Das heißt also, da sollte das Dunkle gezogen werden können. Weil 2,4 ist jetzt auch nicht so wenig. Da kann man gerne mal zugreifen. Und sie hat es geschafft. Aber wir haben auch nur noch 23 Sekunden, keine Fläche, deswegen kann ich ragen. Einwandfrei, super toll. Wir hatten ja eh schon das Rathaus geknackt und deswegen war das ja gar kein Thema mit den Pokis, dass ich das Ding halt als gewonnen nach Hause nehme, ganz klar. Und jetzt sogar noch ein bisschen was vom Gold, naja, einwandfrei, was wollen wir mehr? Ja, also das klappt halt wirklich richtig gut.
Und ist halt wirklich, wenn man jetzt, ich hatte jetzt letzte Woche, habe ich nochmal die Frage bekommen, ah, wie sieht's denn da aus mit dem Alex? Kommst du da echt hin mit? Ja, ohne Probleme. Ist halt wirklich, wir gucken gleich nochmal nicht ins Replay rein, aber zumindest in die Zusammenfassung. Guck mal, 70.000 für die Heiler, Rest ist Pillepalle und dann nochmal 3,35. Ich runde jetzt auf. Um und bei 60.000, sage ich jetzt mal, für die Mauerbrecher. Also chillig, das passt. Das ist jetzt nicht zu viel, dass man jetzt sagen würde, oh, da kommt man ja gar nicht mit hin. Passt. Also das ist ganz easy. Totale Vernichtung, gucken wir uns das mal an. Oh, richtig krass, wenn ich die dreieinhalb sehe. Die dreieinhalb Dunkles. Und halt eben auch wirklich Lager und Minen voll, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise dort auf jeden Fall was zu holen. Eine Go-Wii. Von wegen Wizard und Witches. Und cool natürlich hier die Golems gut getankt. Passt. Schade, dass hier halt der Golem nicht schon vorher reingegangen ist. Aber wir haben es ja gesehen, hundertprozentige Vernichtung. Somit hat sich das Ding auf jeden Fall gelohnt. Golem ist vorne. Hier tankt richtig gut. Nebenbei fand ich es natürlich mega geil, dass ihr meine wie die letzten Videos jetzt so gefeiert habt. Also das fand ich schon ziemlich geil, dass man halt wirklich hier, ich meine klar, sonst kriegt man auch, oh, nice Video und sowas, aber dass halt wirklich Kommentare kamen so, oh, hier richtig cool gewesen. Das gibt natürlich nochmal einen richtigen Push. Ganz klare Geschichte. Und so läuft das. Ah, hier schön mit den Luckys dann noch clearen. Klar, ich meine, wenn der Magierturm sich gerade mit dem Golem beschäftigt, dann kann man da auch gerne mal die Luckys schon droppen, dass man da keine zeitlichen Probleme kriegt. Aber du bist auch relativ schnell durchmarschiert, von daher hätte das auch keine zeitlichen Probleme gegeben. Golems leben sogar noch. Das passt auf jeden Fall. Also das ist eine coole Geschichte hier. Zaboom. Einwandfrei, 100%. Nice Loot auf jeden Fall. Was will man mehr? Machtvoll. Gucken wir mal. Queen ist natürlich jetzt wieder bereit. Das ist natürlich wirklich diese mega geile Nummer. Und da muss ich jetzt mal kurz sagen, danke. Und ich hau einfach noch mal einen rein. Oder einen raus. Wie auch immer. Jetzt muss man natürlich wirklich aufpassen, dass man sich jetzt eine Base nimmt, wo man, sage ich jetzt mal, relativ viel draußen hat, was easy weggesnackt werden kann. Und dass man da nicht hier so eine richtig krasse Prügelattacke macht, weil klar, mit vier Mauerbrechern, da ist mal ein bisschen was falsch gesetzt und da hat man schon ein Problem. Hier könnte man theoretisch jetzt sagen, gut, okay, ach klar. Könnte natürlich Tesla, also ich würde jetzt nicht ragen wollen. Weil ich mir vorstellen könnte, aber ich denke mal, sonst, wenn die Tesla hier gestanden hätte, dann wäre die schon losgegangen. Aber ich will es halt nicht übertreiben. Ich will da einfach nur das Rathaus und dann passt das. Schade eigentlich, dass man bei dem jetzt, ihr seht es jetzt gleich, wenn ich gewinne, dass ich nicht nochmal ein bisschen was Dunkles bekomme. Das wäre auch ziemlich geil. Also klar, kommt natürlich dann später, logisch. Aber wäre natürlich cool, wenn man auch in dem unteren Bereich, was weiß ich sage jetzt mal 20, dann kriegst du halt 20 Dunkles. Immerhin. Kleinvieh macht auch Mist. Ich könnte mal noch ein bisschen darauf schielen, aber will ich gar nicht. Ich gehe einfach ein bisschen was hoch und dann ist das ganz angenehm. So. Ach so. Nee, er war. Das kann sein, dass er ja, dass er ein Titan war, ja. Okay. So viel dazu. Also. Ja, wie gesagt, zeitlich ist halt wirklich so eine Sache. Also ich hatte jetzt auch vor kurzem wieder eine Anfrage und da musste ich dann halt eben auch ein bisschen direkter darauf antworten, weil da ging es halt darum, von wegen, ich schrieb halt, ja, ich habe halt eben die Zeit nicht. Klar. Und ihr seht es halt eben momentan ja eh selber. Wann nehme ich mal mit Lichtlauf? Wann nehme ich mit Desiax auf?
passt halt einfach zeitlich nicht. Und dann, ja, kam halt so eine Antwort zurück von wegen, oh ja, aber mit Lichtl und Disiax kannst du ja aufnehmen. Und aber das hat sich geklärt, da ist das safe auseinandergegangen, das hat dann gepasst. Und ja, aber wie gesagt, da halt wirklich, ich kann halt nicht, passt halt zeitlich nicht. Wie gesagt, das kann man halt wirklich, das kann man dann machen, wirklich, wenn man das 24/7 macht und halt hauptberuflich YouTuber ist. Dann kann man sagen, gut, okay, kommt hier, ich nehme mal mit dem und dem auf und so weiter und so fort. Das, ich meine, ganz ehrlich, mit 300 und hier außen schön, oh, das, ganz ehrlich, da muss man reingehen. Da muss man reingehen. Also, da gucke ich jetzt mal. Das sollte auch eine ganz chillige Nummer werden hier. Dass man hier. Ja, guckt mal. Ich meine, ganz ehrlich, das wäre ja Verschwendung gewesen, sowas liegen zu lassen. Ich snack mir hier noch das Rathaus weg. Klar, ich hätte das Alex auch gern haben können, aber gut. Passt schon. Läuft auf jeden Fall. Zwei Heiler, na, könnte jetzt ein bisschen knappi werden. Ja, wird knapp. Rage auf jeden Fall rein. Und dann, ja, was ist noch? Ja, doch, doch, ist es so, ja, auf jeden Fall noch was zu holen. Ganz klar. Fläche ist aber da, das kotzt mich ein bisschen an. Wegen den Mauerbrechern halt, klar. Ah, okay, einmal frei, super. Weg reingefunden, passt. Zack. Sogar noch, na, jetzt gucken wir mal, ja, okay, der ist ganz fail gelaufen. Aber so ist es halt. Zack, cool. King ist down. Jetzt wäre halt die Frage. Ja, komm, hier zwei Heiler noch rein. Bam. Weil halt wirklich noch so gut Loot am Start ist. Dann kann man das halt noch ein bisschen ausnutzen. Ja, genau. Zieh das Gold. Ah, jetzt könnte ich ja natürlich auch noch. Ah, das Dunkle. Na, die wird jetzt nicht reingehen, denke ich. Die wird dann eher noch die Kanone, genau. Und dann eventuell hier so in dem Bereich, dass die sich dann. Ah, oh, doch, geil. Sehr geil. Zack, einmal durch. Das ist natürlich spielentscheidend, weil dann würde ich jetzt ragen, dass sie noch in dem Rage-Bereich bleibt, klar, aber trotzdem von den Heilern halt geheilt wird. Dass man da wirklich super safe ist. Und. Dann passt das. Immer noch schön. Einwandfrei. Also der Rage war einwandfrei. Der war nice. Und jetzt merkt er hier natürlich auch, die wird voll beschossen. Jetzt merkt man natürlich, wenn die Heiler da halt nicht volle Granate geben, hauen wir nochmal einen rein. Umso länger kann ich die halt verwenden. Ja, das passt. Also wie gesagt, die Taktik ist wirklich nicht schwer. Und wirklich erfolgversprechend, auf jeden Fall. Das klappt ganz gut. Und ihr seht selber, es waren jetzt nicht die Megatruppen von der Masse her. Und ich konnte halt zwei Angriffe hintereinander machen, ohne Boost. Ganz, ganz wichtige Geschichte. Und wo kannst du einfach mal zwei Angriffe hintereinander machen? Das ist schon selten sowas. So, da sind wir damit durch. Ja, cool, passt. Helft mir mal bitte. Ich weiß, jetzt wird's schwer. Aber jetzt mal ohne Witz. Das machen wir jetzt mal. Ich weiß, es ist schwierig, aber sucht mir bitte, zoomt mal, beziehungsweise ranzoomen wird ein bisschen schwer für euch. Aber guckt mal her. Layout anpassen. Alles löschen. Ich habe dort eine 9er Mauer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese 9er Mauer nicht. Also entweder ich bin blind, ich schiebe jetzt mal, jetzt habt ihr mich erwischt, wirklich, jetzt schiebe ich das echt mal hin und her, weil ich das echt nicht mehr ab kann. Du sitzt da und denkst, wo ist denn diese scheiß Mauer? Weil ich sie halt echt nicht finde. Und wenn ihr die findet, also ich heb jetzt hier mal ein bisschen was an. Wenn ihr die findet, dann schreibt ihr hier, also schreibt ihr dann halt eben rein, ey, hier, die ist da und da. Weil ich finde diese fucking 9er Mauer nicht.
Vielleicht stelle ich mich auch einfach wirklich zu doof an. Da es kann sie nicht sein. Ich finde sie halt nicht. Ich finde diese doofe Mauer halt einfach nicht. Das ist eine Achter, Achter, Zehner. Also schreibt mal, wo ist meine neune Mauer? Und das wäre richtig geil. So, speichern brauchen wir nichts, nee. Ja, 11k ist vorbei. 13k mittlerweile. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich denke mal, Abo-Special wird es wieder bei 15k, denke ich mal, geben. Es soll jetzt nicht hier irgendwie abgehoben sich anhören, hier so, hier, oh, die 15 macht er auch gleich oder so. Nee, keine Sorge. Das werdet ihr aber, wie gesagt, auch nie erleben bei mir. So schaut's aus. So schaut's aus und nicht anders. Gucken wir nochmal kurz in den CV hier rein. Ganz ehrlich, guckt euch mal an. 7,13. Finde ich, ist ein voll in Ordnunger Schnitt. Genau. Der Schnitt ist voll in Ordnung. Da kann ich gar nicht meckern. Also wirklich nicht. Ha, wir gucken mal. Den Freestar würde ich mir mal gerne angucken. Von Dimi. Ah, okay, mit Drache reingegangen, okay. Und hier jetzt mit zwei Blitzen. Geile Scheiße. Geile Scheiße, das ist halt. Ah, bin ich gespannt. Bin ich richtig gespannt. Wäre natürlich echt übelst geil, wenn hier die Luftabwehr noch. Ja, die geht down. Oh, geil. Und dann Dino. Oh, sehr geil. Und dann halt wirklich nur noch eine Luftabwehr. 11 Drachen noch dabei. Der eine der Drache in der CB. Naja, und? Who cares? Das juckt gar keinen. Einwandfreie Kiste auf jeden Fall. Dimi muss Rathaus 9 sein, weil der King auf 13 ist. Und das ist nur ein Merkmal dafür. Aber dann könnte er theoretisch dann den Drache auch schon auf 4 machen. Und dann hätte er natürlich hier noch mehr abgesahnt. Ah, schade, er hat die nicht komplett gekillt gekriegt. Aber das sollte passen. Ah, die Bomben, aber ob. Jetzt geht Rathaus. Klar, ich meine, da geht einem echt die Pumpe. Geht jetzt Rathaus down? Geht's nicht down? Geht down? Geht nicht down? Also, das ist immer so eine Sache. Wenn man sich dann denkt, besonders wenn man halt wirklich den Rest der Base richtig gut gerockt hat und dann echt nur noch mittig das Rathaus steht und du denkst, ja, scheiße, scheiße, das wird ein One-Star. Na, jetzt muss langsam die Luftabwehr gehen. Weil sonst ist das hier. Ich meine, wir wissen ja, dass es geklappt hat, aber. Ja, geil, sehr geil. Und jetzt ist natürlich ein. Eine easy Geschichte. Zack, alles weggesnackt und fertig. Sehr cooles Ding. Sehr cooles Ding. Mit den Loons. Zack, zack. Einwandfrei. Coole Geschichte. Nee, also wie gesagt, da bin ich echt zufrieden. Ich meine, von 7 Angriffen, 13. Super, passt. Das war's von mir. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.